Stimmt, du hast die immer noch, ne? Nee, die habe ich mitgenommen bei Ende. Ah, 2-1, Jungle gegen Office. Was gewonnen? Wow! Ist das dein erster guter Win? Du musst gegen den dritten spielen. Nein, ich würde immer in meinem Herzen. Er hat gegen Kevin gewonnen. Und der ist so Heute Cruise? Heute Cruise, Alter? Cruise? Nicht so lange da, Alter. Verdammt, wir hätten... Das heißt nicht so lange, wir hätten 8 gegen 8 machen können. Wir hätten 8 gegen 8? Nee, nein, stimmt doch, nicht. Doch, ich spiele... Ach, du spielst mit? Oh, der wäre wirklich 8 gegen 8 machen. Ja, musst du halt mitspielen. Ja. Nein, nein, dann, wenn du mitspielst, sind wir 8 gegen 8. Wenn du... Ich spiele im Bracket mit. Ja. Oh, das war ein wütender Bieröffner. Oh, sehr. Also würde ich sagen, es sind überschäumende Emotionen. Was war das Problem? Kein Ton. Fast kein Tor. Das war das auch das selbe Problem, was Deutschland gegen Südkorea hatte. Kein Tor. Auch gegen Mexiko. Und Brasilien gegen Mexiko. Die hat wenigstens ein Tor, war nur nichts vor. Hat das überhaupt geschossen, weißt du das jemand? Oh! Wow! Aber das sieht die aus der Hölle aus. Boah! Durch die Einzelnen. Da aber auch gerade. Da null die Einzelnen. Aber der blaue Macht ist auch ein bisschen als du. Stell dir vor, er hätte einen kleinen Zack schon gespielt. Er hat jetzt gerade einen eigenen Zack, ne? Ja. Das sollst man nicht unterschätzen, wie unser alter Freund Lars aus Flensburg mal gesagt hat. Ja, mit Lars und einer Gruppe von Aktien. Hast du mit dem auch mal League of Legends gespielt damals? Ich hab den Finger gehört. Der Typ ist so geil, Mann. Und er hat immer gesagt, also, wenn wir League of Legends gespielt haben, aber also, da hat es angefangen, aber auch wenn wir uns gesehen haben, hat er das immer über alles gesagt. Ja, Digga, das sollst man nicht unterschätzen. Das war immer so. Man darf anscheinend nichts unterschätzen. Das ist echt so. Tarek on the Bottle, das muss man nicht unterschätzen, Alter. Ich will mal wieder ein anderes Spiel als Medi spielen, mal so. Hey, ich spiele gerade Crash Bandicoot 1. Mir fehlt nur noch ein Level, dann habe ich 100%. Oh, Victor Fuse. Ja, Artur hat aber auch einen ganz weirden SD. Also es sieht knapper aus, als es sein müsste, finde ich. Aber das Ding ist ja auch diese Situation, musst du das Lenkrad in die Hand nehmen und nach Hause fahren. Ja, die Hardware des Stocking Puff ist aber auch immer unantastbar, ey. Das ist ja unantastbar, der Marth, der mit Maske auf. Also ich weiß gar nichts, ich wäre auch nicht hingefahren, deswegen weiß ich auch nicht. War ich noch nie da? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich war noch nie in Wittenberg. Also ich war schon in Wittenberg, aber nicht für Smash. 10 bis 19, hast du recht, das Ende der Post. April oder was? Ja. Okay. Ja, dann hab ich mir gedacht vielleicht mehr. Oh mein Gott, V. Karl. Oh, was ist denn los, Alter? Ah, muss. Er hat noch zu wenig Intros. Das war ein Tor. Komm, Victor. Lass dich davon nicht enttäuschen. Dass du gewonnen hast. Aber erzähl das bloß keinem, dass ich es geht hab. Das ist ja auch peinlich. Das ist mir schon peinlich. Das ist den peinlich, aber wenn du einen Schwanz im Mund nehmen, bist du Eier. Das ist den nicht peinlich. Wie soll denn das so kommen bei so Spaßensprüche? Und deswegen werden immer mehr Frauen in unserer Generation enttäuscht, weil sie abgefuckte Frauen sind. Das war auch so ein... Ich liebe die Kausalität einfach. So richtig eloquenter zum ersten Teil des Satzes und dann weil sie abgefuckt. Ja, Mann. Ich liebe die Kausalität. Deswegen werden immer mehr Frauen enttäuscht in unserer Generation, weil sie abgefuckt haben. Na, selbstverständlich, Tobi.
So richtig, wenn du in der Klausur dir richtig Mühe gibst und am Ende merkst, okay, du hast gar keine Zeit mehr und bist am Ende mit. So richtig so mit Quellenangaben. Janet Winterson's The Passion ist unsere heutige Generation. Ist ein Werk von unschätzbarer Bedeutung für die Feminismusbewegung der späten 1980er Jahre, weil sie abgefuckt und trotzdem. So, abgeben. Sie haben noch eine Minute. Letzten Satz noch zu Ende schreiben. Weil sie abgefuckt und trotzdem. Weil waren auch ein paar Käppchen dabei, aber ich fette vorzu, da braucht man gar nicht lang babbeln, die kann sie eh in eine Pfeife rauchen, die fressen sich eine Brust an. Ach, dieser Typ, Alter. Es gibt eine Generation von Leuten, nämlich die direkt nach deiner. Also du bist die Ende, also ich sag mal so, wo ich. Du bist so, wie alt bist du? 22? Ich bin 20. Das ist auch die Generation, in der Özge ist zum Beispiel. Özge ist so die einzige, die ich kenne aus ihrer Generation, die dieses Video funny findet. Alle anderen, die ich kenne, so aus ihrer Generation, ja, also Max und ich halt so nochmal so 6-7 Jahre älter als sie, die finden das so lustig. Und die gucken das und sagen so, mach's aus. Verstehst du mich? Und ich find's absurd, weil gerade diese Generation, die sie dort, die muss 92 Generation sein, ist gerade die Generation, die so dieses, keine Ahnung, Meta-Post-Ironische, so, weißt du? Eigentlich müssen die das am ehesten verstehen, aber irgendwie. Ich habe es einer Freundin gezeigt. Aber so, oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn das irgendwie noch verstehen, dann solche Leute. Ich zeige das ist schon so funny. Und sie meinen, es wird nach 6 Minuten so. Ich muss es auch nicht. Wie kann man sie nicht kaputt lassen? Über ein Video, das heißt die Wahrheit. Aber das finde ich ja lustig, dass man halt ausgeht. Das ist ja, Özge findet das auch mega funny. Nein, aber also, ja, die ist sehr. Aber also, sie ist sehr auf meiner Meinung, was du sagst. Das Ding ist, die ist halt auch. Also, natürlich. Denkt sie nicht, dass der Charon recht hat? Nee. Natürlich denkt sie, der ganze Kontext, die da dann einfach auf diesem Sofa liegt, ja, sich einfach ausdrückt. Und zwischendurch auch einfach dieser Beat nochmal kommt. Also, ich finde halt, er schafft es so gut, mit dem selben Thema 10 Minuten lang einen zu unterhalten, ja, oder im Endeffekt zum selben Satz nur in einer anderen Farbe immer wieder wiederholt. Stopp. So, Stopp, Maxi, und da unterschätzt du unseren Freund Toni. Weil er macht mehrere Fässer auf. Zum Beispiel. Ja? Fettputz. Da braucht man gar nicht lang babbeln. Die kannst du eh eine Pfeife rauchen. Fressen sich eine Brust an, weil sie keinen haben, dass man ordentlich durchspielt. Und ich hab. Wie viele habe ich weggehauen? Wie viele? Mein Jungs ist Bescheid. Ich hab weggefickt. Das ist, wie ich gekriegt habe. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Ich liebe halt, würde ich eher sagen. Wie viele habe ich weggehauen? Wie viele? Meine Jungs, das Bescheid. Das ist so gut. Wie er sich so selber einfach erwischt, dabei, wie er nicht mehr. Er versteht gar nicht mehr, was in seinem Leben passiert. Er versteht auch, wie absurd sein Claim ist. Ja. Dass er dazu sagen muss. Meine Jungs, das Bescheid. Dass man jemanden fragen kann. Oh, das wäre ein Rest gewesen, wenn Victor so traurig wäre. Aber Victor ist eigentlich kein Trauer. Nee, das ist mehr ein Mauer. Das ist er wirklich. Wobei relativ wenig. Victor ist auch jemand, der dreht sich gern mal um in seinem Schulter. Trauer, der ausgelesen. Das passiert durchaus. Aber wie viele hat er weggehauen? Wie viele? Sein Jungs ist nicht. Kleiner Scheiß am Rande, aber im Prinzip ist es so. Wobei Victor will das nicht so. Oh, doch, hast du Victors Fall immer gesehen, Alter? Der reicht auf jeden Fall die Claim, dass er viel Smash-Spiel ist nach Hause. Oh nein! Oh
Mario Paint. So, mit dem habe ich halt immer gespielt, aber ich habe immer gedacht, so,
Das ist hier Bullshit! Warum Bullshit der mich einfach die ganze Zeit? Deswegen. Und das sind halt so, das sind so Charaktere, gegen die musst du so super disengages spielen. Und das mache ich halt nach nicht. Also deswegen die Kombi ich einfach funktioniert. Gespielt habe gegen einen Ganondorf gespielt. Aber Ganondorf geht noch. Ganondorf ist halt so Kombo-Fall oder so. Ne? Wenn du den einmal erwischt, dann so, ah, oh, ja. Dann kommt man nach. Oh, dann kann ich hier nochmal. Dann kann ich hier nochmal. Dann kann ich nochmal hier nochmal. Okay, also. Mal so. Und dann. So Tone. Versacken tanzen. Ja. Aber oh, Charlie, hat die so cool. Wow! Oh, was war das? Don't get caught slipping. What? Aber es ist Pamela. Aber richtig, richtig anzusehen, das war Ryan. Das hast du nicht anzugucken. Luigi Man. Wenn ich gut finde, ist Roy. Wenn den Leute hier ist. Ich habe bei der 100% Twinrate gegen Joe Ryan. Der ist ein Schweizer, oder? Schweizer. Nein, nein, nicht gekauft. Also ich glaube, ich habe einmal gegen. Das war bei irgendeinem Half-Laden, da habe ich halt die erste Runde Bracketing gehabt und dann die zweite Runde. Da kam es jetzt an. Wir haben jetzt eine perfekte Winrate in allen Elos gegen Jojo, weil wir nie spielen. Und ich nur am Anfang gegen ihn gespielt habe. Und jetzt habe ich eine negative Winrate gegen Pixel. Also jetzt schicke ich es aus. 1-1 gegen Pixel, Bruder. Oh, mit dem Turnaround! Wer ist dein Vater, Alter? Er hätte auch auf warten können, um Panic Shield zu sehen. Wenn man da nicht so sehr schön aufhören. Hätte nichts gekriegt, 2-0. Ja, ich meine für die Mutter. Nö, ich glaube auch noch wieder an das Side-Piece. Ja, der war ja nicht auf dem Boden. Das ist ja das Ding, Pico ist ja schon gesprungen, ne? Nee, Arthur. Arthur war ja auch im Jump. Nein, aber er ist ja dafür gejumpt. Hast du Zeit, ne? Zu lang, aber dann irgendwas zu charten. Ich liebe übrigens, dass Victor mit Krone spielt. Ich finde, das ist der geilste Skin. Krone oder nackt, das sind die geilen Skins. Also Krone ist wirklich der geilste. Ich finde Krone und nackt, ich kann mich nie entscheiden. Meinst du Headband, Leute? Oh ja. Ich habe die beste Farbe eigentlich. Headband? Hat sie? Ist es wie der grüne Falcon, dass die halt irgendwie weniger Wildfox haben oder so? Der grüne Falcon hat weniger Redbox. Der hat so 0,01% weniger Redbox. Der grüne Falcon ist auch so, dass sie die Wall-Jump-Frames anders machen. Ja genau, deswegen. Weil er halt weniger Collision hat. Game 5! Ja, der grüne Falcon ist legit optimal. Deswegen wundere ich mich, dass Sechi immer den dunklen spielt, den grauen. Weil Sechi ist für mich der optimale Spieler. Keiner von denen spielt grün. Amaru! Nein, Amaru hat grün gespielt. Top. Amaru war. Ja, mein Gott, krass, ja. Und Silent Spectre hat auch grün gespielt. Stimmt. Spielt Magi auch grün? Mango spielt den grünen. Ja. Mango spielt sie alle. Mango spielt aber eher. Major spielt Falco. Was sagst du, wer den weißen Falken spielt? Kobombi. Koberbes. Das ist mir jetzt den. Ja, ich spiel grün durch den Ring. Also Konski. Muss dagegen du Top 2 Jahre. Nach einem Turnier. Er hat gegen Sanne, glaube ich, einen Score von irgendwie 5-3 oder so. Also Sanne führt 5 so. Aber er hat in dem Turnier zweimal gemacht. Ja, die haben sich bei jedem Turnier getroffen, manchmal auch mehrmals. Erst Amsa hat so eine Tierliste gepostet, das hast du gerade gesehen. Das ist so S-Tier Box und dann irgendwie A-Tier Falcon Shield, noch irgendjemand. Ich habe direkt geflamed, weil direkt so, ja. Nein, Falcon ist krass. Ein Game gegen Kobobi. Nein, aber Falcon ist wirklich krass. Ich singe die Prayers seit Jahren, aber Falcon ist halt legit Top 4 Charakter im Spiel. Ist das wirklich krass? Ja. Hat halt die Schnelligkeit und man kann halt so sehen, wie wir es haben. Jigglypuff hat ja auch B-Tier. Ja, genießen. Ja, er denkt auch, Puff ist trash. Oh, schade. Boah, es ist so auf, wenn Leute sagen, Puff wäre Top 1. What? Duking? Arthur gerät völlig aus. Die NBA ist gecancelt. Jojo's Marth ist halt trash.
muss ich mal angeguckt. Hey, Juri und ich waren übrigens bei Jesses Einweihungsfeier in seiner neuen Wohnung. Und da habt ihr eingeladen. Es war so mega, weil ich wirklich wohne. Ja, ich wohne direkt neben ihm. Ich habe ihn irgendwie auf der Straße. Wohnst du auch in der Brauhausstraße oder was? Nein, ich wohne in der Prinzenhofpromenade, die Hobbystraße. Yeah. Aber wirklich, wir haben uns jetzt schon zweimal einfach so gesehen und ich war so, okay, fuck. Natürlich komme ich vorbei. Und dann ich ganz heiß. Du kommst auch nicht vorbei zum Grinden. Ich wohne auch nur 10 Minuten weg. Fahrrad 5. Ich kann was so was geben. Sag nicht anscheinend. Ey, frag mich mal, ob du Bock hast. Ich frag mich mal, ob du Bock hast. Ich hab immer Bock. Dennis, du weißt, ich hab immer Bock. Ja. Was ist denn Charlotte Burg mit Ryan? Ich will auch. Wir müssen Shalobo irgendwie mal was entgegensetzen, Alter. Was ist mit Freestyle? Letzte Woche hier, Benno zu Daiki. Alle auf 5 Minuten ungefähr. Meint ihr, wollen wir auf Spiel zu suchen? Kein Mal? Jetzt habe ich heute, ich habe diese Woche zum ersten Mal gespielt. Ich auch diese Woche zum ersten Mal. Ich habe diese Woche noch nicht gespielt. Ja, diese Woche zum ersten Mal gegrindet. Richtig lange. Diese Woche zum ersten Mal gegrindet. Das ist richtig knapp. Ja, geht so, ne? Ich dachte, der war echt. Der Roadbeat? Der war kann nicht besser. Ja, sehr ewig. Ich hab trotzdem gemacht, fuck it. Ja, aber das ist das Ding, dann verlierst du das Set. Das ist Game 5, du verlierst das Set, wenn du jetzt gleich Game 5 bist. Das ist halt Winner. Ja, du willst ja trotzdem gewinnen. Das ist halt das Ding, du willst kein Dummy sein. Du willst halt nicht. Ich wollte gerade sagen, du willst mit der F-Smash gewinnen.